Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 0,9 Box von SIO. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 0,9 von SIO aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine orangefarbene Metallbox, eine Blechbox, und der Deckel ist designt wie eine Digitalwaage. Bedeutet, wir haben hier eine grüne Substanz liegen in SSIO-Form, also der Schriftzug hier dargestellt. Und dann haben wir hier noch ein paar Krümel auf der Anzeige liegen. Alles oder nichts Records lesen wir hier. 0,9 an, aus, Gewicht und eben 0 für, um das Ganze zu tarieren. Und ja, der Albumtitel 0,9 bezieht sich eben genau auf diese Thematik, auf das Abwiegen bzw. den Verkauf von illegalen Substanzen. Und das Ganze ist hier geprägt, also man kann hier wirklich drüber fahren, die Knöpfe sind spürbar und auch diese Fläche zum Abwiegen hier ist höher als der Rest der Box. Schauen wir uns dann gleich noch an. Rundherum das Ganze in Orange gehalten, hier scheinbar reingekratzt, aber die Optik ist so gewählt, dass das so verbraucht aussieht, AON. Auch nochmals AON und ansonsten überall diese zerkratzte Optik. Auf der Rückseite haben wir noch einen Barcode und Credits zum Album und das hier sieht aus wie, ja, Metallnieten, Schrauben oder Lüftungsschlitze, je nachdem, oder einfach die Füße der Digitalwaage. Das Ganze geht dann hier auf, der Deckel ist abnehmbar und hier sehen wir eben, dass das Ganze hier geprägt ist. Schön gemacht. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Grinder in einer Plastikverpackung, in einem Plastikkarton. Dann haben wir ein Poster, einen Sticker, das Album an sich, die Instrumentals zum Album und eine Boxershorts. Die Box von innen metallic, nicht eingefärbt. So, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. 0,9 lesen wir auch hier wieder. SIO und darüber links Alles oder Nichts Records präsentiert. Das Ganze kommt in einem super Jewel Case und auch hier an der Seite lesen wir in diesem Balken 0,9. Der gute Mann ist hier abgebildet mit einer leicht bekleideten Dame, also das ganze Cover ist hier in so einem Comic-Stil gehalten. Bonn 17 lesen wir hier. Das sieht so aus, als würde hier oben gerade ein Mann mit einer Prostituierten verkehren. Dann haben wir hier ein Auto, das dürften wohl Zivilfahnder sein, die hier SIO oder irgendwen beobachten. Hier die Nachbarschaft, diverse Junkies am Drogen konsumieren, also es spielt sich jede Menge auf diesem Cover hier ab. Auf der Seite lesen wir auch wieder Alles oder Nichts Records präsentiert SIO 0,9. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir 14 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Haftbefehl, Kalim, Schwester Eva, Chata und Sami. Bin in 15 Minuten zurück. Okay, klassische Baustellenszene. Auch hier wieder Barcode und Credits. Gut, dann kommen wir mal zum Booklet. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier wieder diese Comic-Zeichnungen. Hier SIO mit der Hand aus der Hose, wie er gerade seinen Ausweis vorweist, dem Freund und Helfer. Dann haben wir hier Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer gefeatured wurde, wer das Ganze produziert hat. Dann haben wir hier den Label-Boss, das dürfte wohl Chata sein. Weitere Aufnahmen, also weitere Zeichnungen. Hier ist SIO mit einem eigenen Imbisswagen, verkauft hier diverse Sachen, also Grassorten. SIO im Gebüsch, das ist doch dieser Flat Eric, glaube ich, hat er geheißen. Gab es mal so ein paar Elektro-Lieder von dem. Ich frage mich echt, was der da drin zu suchen hat. Okay. Das dann wohl Schwester Eva.
Eine Taube, die gerade einen durchzieht. Und zum Abschluss noch Credits und eine Danksagung. Hier noch Alles oder Nichts Records zu sehen. Die CD in Rot gehalten. Wir haben hier die Skyline und hier dann wieder CEO 0,9 zu lesen. Wo ist mein Geld? Und so sieht die CD aus. Dann haben wir zusätzlich zum Album die Instrumentals. Diese kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Produziert von Reef, lesen wir hier. 14 Tracks an der Zahl. Die CD vom Design her genau wie das Digipack gehalten. Digipack sage ich schon, Digisleeve. Dann haben wir einen Sticker, rechteckig, im Querformat, Alles oder Nichts Records präsentiert, CEO 0,9 und auch hier wieder die Taube. Dann haben wir mit dabei ein Poster und das Poster ist hier quadratisch, sehr unüblich bei Postern, meistens rechteckig, also im Querformat oder im Hochformat. Und hier haben wir das Cover des Albums nochmal abgebildet. Diese wunderbare Zeichnung. Rückseite unbedruckt, also glattweiß. Das Poster somit einseitig bedruckt und eben quadratisch. Dann haben wir, bevor wir zu dem Textilinhalt kommen, dieses kleine Schächtelchen hier. Ja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Also hier war noch ein Barcode drauf. So sieht es aus. Und dann haben wir hier einen Grinder. Auch hier lesen wir wieder CEO. Und der Grinder in Plastik. Also ein Kunststoffgrinder. Ich habe keine Verwendung für sowas. Allerdings muss ich sagen, wenn ich einen Grinder verwenden würde, dann doch eher irgendwie einen aus Metall. Da die Plastikgrinder, glaube ich, nicht allzu gut geeignet sind dafür. Aber ja, gab es schon in diversen Boxen solche Plastikgrinder oder auch Metallgrinder. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch eine Boxershorts. Und zwar sieht die so aus. CEO lesen wir hier oben am Bund. Staatlich geprüfter Freier. Das Ganze ist in so einem hellblau, metallicblau gehalten. Auf der Rückseite steht nichts. Und es zieht sich halt hier ein Muster durch. Hier haben wir so Blätter, Marihuana. Jetzt würde mich noch interessieren, jawohl, hier haben wir es. Hier lesen wir Merch Store und das Ganze ist 95% Polyester und 5% Elastan. Dann haben wir noch die Waschhinweise. Es steht nur nicht, wo das Ganze hergestellt wurde. Nein, also es dürfte echt der einzige Zettel sein. Ich finde es nur echt spannend, dass es sowas heutzutage noch gibt, denn ich kann mich erinnern, ich habe die irgendwie so als Kind oder als ja, junger Jugendlicher getragen. Ich glaube so mit, weiß gar nicht, wann das losging, so mit 12, 13 Jahren. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich die noch finde. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt noch in den Tiefen meines Kleiderschranks zwei von diesen Exemplaren gefunden. Und zwar haben die bei mir damals so ausgesehen. Also einmal hier in schwarz mit Garfield drauf. Und dann hier zum Beispiel noch in diesem Beige. Also meine Favoriten damals, die von Garfield. Diese waren damals zu 100% aus Polyester und die hat damals echt jeder getragen. Ja, wie gesagt, ich glaube so im Alter von 10 bis 12 Jahren, so mit im ersten Jahr nach der Grundschule, nach der Volksschule ging das glaube ich los. Ja, war relativ kurzfristig dieser Hype. Ich glaube dann spätestens so mit 13, 14 Jahren hat man diese dann nicht mehr getragen. Deswegen finde ich es umso spannender, dass es das heutzutage noch gibt, beziehungsweise dass dieses noch hergestellt wird, dieses Produkt. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Boxershorts, auch wenn hier keine Größe vermerkt war, aber die dürfte wohl jedem passen. Ja, manchem großzügiger, manchem enger. Dann haben wir diesen Plastikgrinder hier mit CEO Aufschrift, das Poster einseitig bedruckt, quadratisch, den Sticker im Querformat, die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case.
Das alles in dieser wunderbaren Box 0,9 von Sio. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sio unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.